Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Wir machen heute weiter mit unserer Serie über Covered Calls und wir widmen uns heute in diesem quasi zweiten Teil erst einmal dem Risiko und der Margin, die es bei Covered Calls zu beachten gilt. Im ersten Teil dieser kleinen Videoreihe haben wir schon besprochen, dass Covered Calls langfristig betrachtet eine sehr, sehr lukrative Anlage sind. Das heißt, man kann mit einer ganz simplen Strategie, kaufe den Index, schreibe darauf at the money calls, den Markt sogar langfristig schlagen. Nun ist es natürlich immer so, wo Chance ist, da ist auch Risiko und deswegen wollen wir uns heute einmal über das Risiko beim Covered Call Writing unterhalten. Covered Call Writing, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, ist ja grundsätzlich erst einmal nichts anderes, als dass man sagt, ich kaufe Aktien, 100 Stück, und verkaufe dann auf diese Aktien einen Call. In der Regel wird dieser Call out of the money, das heißt, der Strikepreis wird oberhalb des aktuellen Preises der Aktie liegen. So, jetzt müssen wir uns natürlich mal anschauen, wo liegt denn eigentlich das Risiko in dieser Strategie? Und dazu nehmen wir mal etwas, was wir hier an dieser Stelle auch hin und wieder schon mal aufgeführt haben, nämlich die sogenannten P&L-Diagramme. P&L steht hier ganz einfach für Profit und Loss, das heißt also Gewinn-Verlust-Diagramme. Ihr könnt euch diese Diagramme mit verschiedensten Dingen darstellen. Also es gibt Software wie zum Beispiel OptionView oder das kostenfreie Hotlay-Tool. Mittlerweile habt ihr aber auch in vielen Broker-Plattformen, also zum Beispiel in der Trader Workstation, in der TWS, solche P&L-Diagramme dabei. Wir haben das hier einfach mal skizziert. So, beginnen wir mal den Covered Call auseinanderzunehmen. Aus was besteht der? Als erstes besteht er natürlich aus dem Kauf einer Aktie. So, und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir, bei einer Aktie ist das ja auch relativ einfach, wo beginnt der Gewinn, wo beginnt der Verlust? Ganz klar, wir haben einen Kaufpreis der Aktie und wenn die Aktie steigt, dann machen wir Gewinn und wenn die Aktie fällt, dann machen wir Verlust. Der sogenannte Break-Even-Punkt, das heißt also ab wo gehe ich in den Verlust, der liegt meist ein ganz klein wenig oberhalb des Kaufpreises. Warum? Weil wir natürlich noch die Gebühren mit einrechnen müssen, wobei ja heutzutage der Kauf von Aktien nahezu nichts mehr kostet. Also bei vielen Brokern kannst du für 1-2 Dollar Aktien kaufen. Das kostet also so gut wie nichts mehr. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie 1000 Dollar in Aktien investierst, sobald die Aktie dann ein bisschen steigt, bist du sofort im Gewinn. Wir sehen aber eben auch, das Risiko liegt hier ganz klar auf der Unterseite. Ich glaube, das ist jedem Aktienbesitzer bewusst. Wenn die Aktie fällt, dann machst du Verlust mit deinem Investment. So, jetzt nehmen wir den zweiten Part dazu. Und zwar, jetzt verkaufen wir den Call auf diese Aktie. Der Call, wir haben ihn hier einmal dargestellt als Out-of-the-Money-Call. Das heißt also, wir verkaufen einen Strike oberhalb des aktuellen Preises. Also angenommen, die Aktie würde 100 US-Dollar kosten. Wir hätten 100 Stück gekauft, 10.000 Dollar. Und wir verkaufen dann beispielsweise bei 105 eine Call-Option. Wie verändert sich jetzt unser P&L-Diagramm? Wir sehen, dass auf der Oberseite, das ist diese horizontale Linie, dass da jetzt der Gewinn begrenzt wird. Heißt also, nach oben begrenzen wir unseren Gewinn und auf der Unterseite sehen wir aber, dass die Linie weiterhin nach unten läuft, dass es also da überhaupt keine Veränderung gibt. Und das ist ein Punkt, den man unbedingt verstehen muss beim Covered Call Writing. Das Risiko wird immer definiert durch die Aktie und nicht durch die Call Option. Das heißt also, wenn die Aktie steigt, dann ist es vollkommen egal, wie weit sie steigt, ob dann die Option ins Geld läuft, ob die aus dem Geld bleibt, ob die am Geld am Ende steht, wenn der Verfallstag ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat keinerlei Einfluss aufs Risiko. Das Risiko bei einem Covered Call liegt einzig und allein in der Aktie begründet und damit steht man vom Risiko her nicht schlechter da als ein normaler Aktienbesitzer. Das heißt, wenn du eine Aktie hast und die fällt um 20%, verlierst du Geld.
Wenn du auf deine Aktie einen Call geschrieben hast und die Aktie fällt um 20%, verlierst du genauso Geld. Du verlierst sogar ein ganz klein wenig weniger. Warum? Weil natürlich in diesem Falle der Preis, den du bekommen hast für den Verkauf der Option, die Prämie, weil diese Call-Option wird wertlos verfallen und die Prämie kannst du behalten. Aber jetzt muss man auch ganz realistisch sein. Diese Prämieneinnahme wird natürlich nur 1, 2, vielleicht 3% Risikopuffer nach unten bieten. Über einen Crash zum Beispiel bietet dir ein Covered Call keine Möglichkeit, diese Verluste auszugleichen. Nichtsdestotrotz werden wir in einem der nächsten Videos darüber sprechen, warum man gerade auch in Crashphasen Covered Calls in bestimmten Situationen ganz hervorragend anwenden kann. So, wir merken uns also als erstes, Risiko resultiert aus dem Besitz der Aktie. Long-Aktie ist gleich Risiko und das Risiko rührt niemals aus der Option her. Und damit eignet sich Covered Call eben auch sehr gut für Optionseinsteiger, weil ja viele Optionseinsteiger noch nicht so wissen, wie reagieren denn die Optionen, was passiert denn da. Und hier können sie eben sagen, okay, ich weiß erst einmal, dass ich durch diese Call-Option, die ich geschrieben habe, die ich also verkauft habe, kein Risiko habe. Und das deckt ja auch so ein bisschen der Name ab, Covered Call, gedeckter Call, kein Risiko mehr durch den Call, sondern nur durch die Aktie. So. Die andere Seite, wie geht's denn nach oben? Da hatte ich jetzt im letzten Video einen Kommentar und der war sehr, sehr interessant, nämlich was passiert denn mit der Margin für diese Call-Option? Man muss hier Folgendes unterscheiden. Du kannst einen Covered Call auf zwei verschiedenen Kontenarten handeln, nämlich einmal auf einem sogenannten Cash-Konto. Das heißt also, hier kannst du Aktien kaufen und wenn die Aktie eben, sagen wir mal, 100 Stück 5.000 Euro kosten, dann musst du 5.000 Euro einfach bezahlen dafür. Oder aber du kannst das Ganze auch, und das machen die meisten von euch wahrscheinlich, wir auch, auf einem sogenannten Margin-Konto machen. In einem Margin-Konto musst du das Geld nicht zu 100% hinterlegen, sondern nur einen Teil. Bei Aktien ist das ungefähr ein Viertel. Das heißt, gleiches Beispiel, 5.000 Euro Aktie und du müsstest nur ungefähr 1.250 Euro hinterlegen, damit du die Aktie kaufen kannst. So, und auf einem Cash-Konto, also das, was wir zuerst hatten, hat die Call-Option keine Margin. Soll also heißen, du kaufst die Aktie, verkaufst den Call und mit dem Kauf der Aktie ist alles abgegolten, weil es gibt nach oben kein Risiko. Es gibt nur nach unten Risiko und das hast du durch den Kaufpreis der Aktie ja schon bezahlt. In einem Margin-Konto ist es etwas anders, weil da bezahlst du eine Margin für den Kauf der Aktie und jetzt auch noch eine Margin für die Call-Option. So, das heißt, du hast ja zweimal Margin-Belastung, was insgesamt dann aber trotzdem noch weniger ist als auf einem Cash-Konto. Das heißt, es lohnt sich, Margin-Konten zu führen. Was passiert jetzt aber, wenn zum Beispiel die Aktie, und in diesem Kommentar war ein Beispiel, was ist denn, wenn die Aktie jetzt um 200% explodiert? Was würde passieren? Also, wenn die Aktie um 200% explodieren würde, ganz extremes Beispiel, kann man sich mit einem Standardwert, auf den man Covered Calls schreibt, kaum vorstellen, aber wer weiß. Wenn das nach oben weggeht, dann wäre natürlich die Call-Option erst einmal tief im Geld. Und jawohl, dann wäre es so, dass diese Call-Option eine extrem große Margin erfordern würde. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Aktie selbst, die du ja hast, ist ja um 200% gestiegen. Das heißt, diesen Wertzuwachs, der würde natürlich aufs Konto gutgeschrieben und damit könntest du auch die höhere Margin-Verpflichtung des Calls ganz, ganz locker erfüllen. Das heißt, du hast nach oben kein Risiko und das auch nicht von der Margin. Aber es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass man bei einem Covered Call einen Margin Call bekommt, solange man, und das ist der entscheidende Punkt, die Aktie natürlich im Depot hat. Okay, das war's heute aus unserer kleinen Covered Call Reihe zum Thema Risiko. Immer dran denken, Risiko nur durch die Aktie und zum Thema Margin. Und nachdem wir das jetzt alles haben, werden wir im nächsten Teil dann anfangen, mal so kleine verschiedene Strategien mit Covered Calls uns anzuschauen. Denn wie gesagt, Covered Calls, ein ganz, ganz weites Feld, wo man ganz viele Sachen machen kann. Die meisten, die Covered Calls kennen, kratzen da immer nur an der Oberfläche. Wir werden einfach mal versuchen, hier ein wenig tiefer hineinzugehen.
Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn ihr wieder Fragen zu diesem Thema habt, schreibt es hier unten in die Kommentare und dann werde ich versuchen, diese gleich mit in die neuen Folgen mit einzubauen. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Diskussionsbeiträge. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.